Wenn jetzt ein Unternehmer da ist, der eine Druckerei hat und vielleicht sagt, in 10 Jahren gibt es kein Papier mehr, dann werde ich genauso sagen müssen, in 10 Jahren wird es kein Smartphone mehr geben. Mhm. Sprich, die Existenzgrundlage unseres geschäftlichen Betriebs momentan wird es wahrscheinlich in 10 Jahren auch nicht mehr geben. Ja, hallo liebe Leute, wir sind bei der nächsten Episode der Kamingespräche. Und mein heutiger Gast soll mir erklären, welche digitalen Zukunftsthemen sind für mich als Nicht-Programmierer überhaupt relevant und was muss ich da kennen. Und dafür habe ich mir meinen Freund Patrick Brökers eingeladen, der aber nicht nur in seiner Funktion da natürlich hier sitzt, sondern mit seiner Erfahrung aus seiner Firma, die Firma Opvoco, die Apps herstellt, mir, wie gesagt, seinen ganzen Themenbereich heute mal näher bringen muss. Und ja, ich möchte heute mal wissen, was muss ich in meiner konservativen Firma kennen. Lieber Patrick, schön, dass du heute da bist. Hallo Ingo, hi. Ich möchte was von dir lernen. Und die erste Frage vielleicht mal, wie definierst du eigentlich Digitalisierung? Was bedeutet es für dich? Ja, Digitalisierung hat natürlich viele Begrifflichkeiten, viele artverwandte Themen, aber so ein bisschen muss man es meistens selbst für sich wirklich definieren. Du hast verschiedenste Themen. Es gibt Unternehmen, die sind im Bereich Lager und Logistik aktiv. Die haben natürlich andere Schwerpunkte im Bereich Digitalisierung als ein Softwareunternehmen oder ein allgemeines Unternehmen als Dienstleister mit Bürobetrieb. Und da muss man eine Unterscheidung finden. Aber prinzipiell sind es halt Sachen, mit denen ich Prozesse verbessern kann und dementsprechend auch vielleicht Fehlerquoten minimiere und wirklich einen Vorteil für die Menschen an sich bringe. Ich habe das Gefühl, dass es so in den letzten Jahren richtig an Fahrt aufgenommen hat. Stimmt das? Weil irgendwo, was weiß ich, die digitalen Uhren gibt es ja schon länger. Ne? Casio, weiß nicht, wie viele Jahre jetzt alt. Das heißt aber dazwischen fand ich so ein bisschen wenig. Und jetzt so seit ein paar Jahren ist das in aller Munde. Sehe ich das so oder ist es dann erst bei mir angekommen? Ja, wenn man so zurückblickt, haben wir gerade mal 10 Jahre so ein iPhone. Und iPhone war einfach für uns auch ein Schritt in eine andere Welt. Also 2007, Anfang des Jahres, kam dieses iPhone raus. Und das iPhone hat einfach mit Rechenpower und sonstigen Dingen, sag ich mal, von der Geschwindigkeit alles nochmal in Schatten gestellt und ein ganz neues Ökosystem geschaffen. Und das war eigentlich mit so einem Grund wirklich nochmal eine ganz neue Zeitepoche, sag ich mal, dran zu knüpfen. Und wir merken ja einfach, wie schnell sich sowas mittlerweile dreht. Jeder kennt mittlerweile dieses berühmte Bild von den beiden Papstwahlen beziehungsweise der Beerdigung. Und auf dem einen sind halt Menschen zu sehen, die trauern. Auf dem anderen sind Menschen zu sehen, die den neuen Papst begrüßen mit Smartphones und iPads. Also man sieht nur noch digitale Displays. Ja. Und das hat sich alles abgespielt in einer Zeitdifferenz von 8 Jahren. Das heißt, die ganze Gesellschaft hat sich in diesem Bereich ziemlich geändert auch. Ja. Gibt es, was sind so die Vorteile? Also ist es Bequemlichkeit, Schnelligkeit, wo siehst du so die größten, sind es Effizienzvorteile? Gibt es da irgendwie so Schlagbegriffe, wo du sagst, das sind so die Hauptvorteile? Ja, wenn ich es jetzt mal auf einen klassischen Unternehmer vielleicht runterbreche, dann kann man natürlich viele Vorteile daraus erkennen. Zum einen, wenn ein Geschäftsführer von einer kleinen Firma, sag ich mal, auf Reisen geht, dann liegt in der Zeit vielleicht der ganze vertriebliche Part erstmal brach, weil neue Anfragen und dergleichen nur über den Geschäftsführer durchaus noch laufen. Vielleicht gibt es auch keine eigene Vertriebsabteilung. Solange der nicht wieder in der Firma ist, passiert da nicht viel. Und durch die Digitalisierung schaffen wir halt Möglichkeiten über das Smartphone, über Tablets, Informationen aus dem eigenen Unternehmen vor Ort auch egal in welches Land der Welt zu bringen. Und so kann ich auf Warenbestände zugreifen, kann Vertriebskontakte weiter akquirieren, kann auf meine sämtlichen Daten im Unternehmen zugreifen, bis hin zur Maschinensteuerung. Und das sind halt die Vorteile, die sich da bieten. Jetzt ist es wahrscheinlich normal, dass es zu allen Vorteilen auch Nachteile gibt. Und ich sehe da durchaus Risiken. Und ehrlich gesagt, manchmal kommt mir das zu kurz, dann wird alles hochgelobt. Wie stehst du dazu? Ich sehe ja zum Beispiel dann die letzten Hackerangriffe. Ne? Wir sind ja teilweise vielleicht auch schon abhängig von digitalen Dingen. Wie groß schätzt du da die Gefahr ein? Wie weit ist Digitalisierung quasi nur vorteilhaft oder wie weit müssen wir uns auch mit den Negativseiten beschäftigen? Ja, man darf sicherlich nicht die Seite der Gefahren und der Sicherheit außer Acht lassen. Es gibt natürlich eigentlich die Vorteile, die vollkommen überwiegen. Nur wenn man diesen Part Sicherheit ausklammert, wird es irgendwann die böse Erwachung geben. Das ist mitunter bei IP-Telefonie der Fall.
Und da gibt es natürlich auch ein schönes Beispiel, gerade hier in Gronau. Zapf war alles dunkel und Gronau an Epe, sag ich mal, stromlos. Ja. Das führte so weit, dass halt das Gesamtnetz betroffen war, sämtliche Mobilfunkstationen weg waren und viele Haushalte telefonieren nun mal nur noch über Mobilfunk und die neueren Sachen, das funktioniert alles über IP-Telefonie, sprich da sitzt ein Router dazwischen, wenn der keinen Strom hat, kann ich auch nicht telefonieren. Mhm. Und das ist jetzt aus dem gesellschaftlichen Leben, ich kann dann auch nicht den Notarzt oder den Rettungsdienst rufen. Das sind mitunter Auswirkungen, die vielleicht nicht ganz positiv in diese Richtung sind. Ja, ich denke, das sollte man schon auch im Auge halten, ne? Aber wahrscheinlich ist es auch immer wieder dann auch der Faktor Mensch, wie er damit umgeht oder dass wir dann ja vielleicht auch Plan B vorsehen. Passiert es dir denn auch mal, dass du in einer Gruppe bist, wo auf einmal alle ihr Smartphone in der Hand haben und du denkst, Mann, da hätte ich eigentlich auch zu Hause bleiben können, um mit euch zu chatten? Also passiert das auch schon mal, dass du das Gefühl hast, naja, da kann mit sozusagen einem falschen Umgang auch vielleicht mal das eine oder andere Interaktive zwischen den Menschen auf der Strecke bleiben? Ja, also die Szenerie kennt man. Also das habe ich auch schon öfter erlebt. Muss aber auch dazu sagen, ich habe in eigenen Präsentationen auch schon andere Bilder verwendet. Und zwar beides aus einem Zug. In dem einen Zug sitzen Menschen und haben allesamt Zeitungen vor sich aufgespannt und sind am Lesen. In dem anderen haben alle die Smartphones in der Hand. Das heißt, es gibt immer einen digitalen Kanal und Weg. Wie der aber jetzt aussieht, ob das die damalige Tageszeitung ist oder jetzt die modernen Kanäle, ist einfach eine andere Art der Kommunikation. Mhm. Man muss natürlich sagen, dass dieses soziale, zwischenmenschliche damit so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und das merke ich halt auch im privaten Umfeld in gewissen Maßen auch immer wieder. Ja. Aber das sehe ich da schon dann auch als Herausforderung, diesen Umgang dann ja richtig zu machen und vielleicht nicht morgens als Erste schon das zu gucken oder mal drüber nachzudenken, ob man das ja möchte oder genau das in Gruppen zu sein. Andersrum ist es, Kontakt mit der Oma halb über die Welt zu halten, heute kein Problem mehr, sind natürlich da dann auch Vor- und Nachteile dicht beisammen. Jetzt würde ich gerne mit dir ja über so ein paar Zukunftsthemen sprechen. Jetzt fangen wir mal an mit den Dingen, die ich vielleicht kenne. Fangen wir mal an mit den Apps, weil das sollte dir aufgrund der Firma nahe sein. Wer gebraucht Apps? Für wen? Gibt es da so eine Standardantwort? Oder wirst du damit konfrontiert, dass die Leute sagen, wer hat das überhaupt nötig? Also so in der Form nicht. Also wir hatten damals durchaus Anfragen, ich brauche eine App. Da kam die Rückfrage, warum. Also ich habe auch durchaus einige Kunden, die ich einfach davon abgeraten habe, für ihren Bereich eine App zu machen. Es muss halt immer ein sinnvoller Mehrwert dabei zustande kommen und das ist für uns vor allen Dingen in prozessbasierten Lösungen innerhalb von Unternehmen. Okay. Wir sind im Geschäftskundenbereich da sehr aktiv. Das kann aber in der Form Richtung Marketing gehen, Richtung Vertrieb gehen. Das kann aber auch sogenannte B2C, also alles, was an Endkunden gerichtete Lösungen sein, wie die Münster-App, die wir dann betreiben und dementsprechend mit dem öffentlichen Nahverkehr und aktuelle Situation der Parkauslastung in Parkhäusern und dergleichen, alles Mögliche auch in diesem Bereich der Endkunden mit abdecken. Weitere Schlagwörter. Ich weiß zum Beispiel, du hast ein elektronisches Skateboard, Longboard. Das heißt, aber vielleicht ein bisschen größer, Mobilität. Was ist da? Digitalisierung, Mobilität. Ja, da gibt es vor allen Dingen das berühmte Beispiel Taxiunternehmen. Da tun sich natürlich auch einige Taxizentralen mit schwer. Es gibt natürlich den berüchtigten Dienst Uber aus den USA. Es gibt aber auch MyTaxi, die einfach, muss man sagen, auf eine neuartige Art und Weise denen einfach Kunden abspenstig machen. Und da muss man sich überlegen, allein Uber hat halt nicht ein einziges Taxi und nutzt halt Fahrer mit ihrem System. Und da gibt es halt natürlich im Bereich Mobilität viele, viele, viele Möglichkeiten, die sich gerade auch weiterentwickeln und aus der Versenkung von der Idee, sag ich mal, in die erste Startphase gehen. Könntest du dir vorstellen, und wie stehst du dazu, Herausforderungen im Bereich Autobau? Also wenn ich jetzt an Tesla denke oder auch die anderen großen amerikanischen Konzerne, Softwarekonzerne, könnte das eine Bedrohung der Automobilbauer, insbesondere nicht nur, aber auch der Deutschen werden, in deinen Augen? Ja, der Deutschen, die legen jetzt kräftig nach und geben Gas, alleine weil in China eine bestimmte Quote in dem Bereich festgelegt wurde und da die einfach so einen riesen Absatzmarkt haben, ist da, sag ich mal, die Quote mit einem Treiber, dass die jetzt da nochmal richtig Gas geben. Es gibt sicherlich einige Vorreiter wie Tesla aus den USA, die halt einige große Automobilunternehmen in den USA schon vom Firmenwert überholt haben. Und da muss man einfach sagen, es gibt da einige Player in der Welt, unter anderem jetzt den Staat Washington, der es einfach völlig ermöglicht hat vor einer Woche,
völlig autonom zu fahren. Das heißt, da wird durchaus ein großes Testgebiet in den USA aus der Versenkung gehoben und man versucht es ja auch mit der A9 bei München hier in Deutschland und auch im Raum Düsseldorf was zu machen. Ja. Da müssen wir vor allen Dingen, sage ich mal, politisch mehr Spielraum haben, damit die unsere großen Unternehmen, sage ich mal, dort auch wieder führend, auch nach wie vor führend bleiben können. Okay. Anderes Stichwort 3D-Druck. Jetzt weiß ich, du hast einen Pancake-Drucker. Wie viel ist im 3D-Druck deines Erachtens Spielerei oder wie viel kann auch eine Revolution auslösen? Also ein Pancake-Drucker ist sicherlich Spielerei. Also das haben wir mal für eine Messe benutzt, um ein paar Besucher zu locken und einfach denen zu zeigen, was so auch im haushaltlichen Umfeld möglich ist. Man muss aber ganz klar sagen, es gibt mittlerweile große Automobilkonzerne, wo wir darauf zurückkommen, die drucken Ersatzteile mit Metall. Und es gibt Lebensmittelhersteller, die drucken Nudeln zum Beispiel. Also diese ganzen Formen, das wird immer weitergehen und ich kann als kleines Unternehmen ja jetzt auch viel schneller agieren und druck meine Teile mit den eigenen Bauplänen viel schneller selber. Mhm. Und es geht halt so weit, dass mittlerweile Häuser gedruckt werden, aber auch die unterschiedlichsten Materialien verwandt werden. Das heißt, man kann nicht nur Plastik drucken, sondern viele, viele, viele weitere Werkstoffe. Ja. Also siehst du schon ein Thema, das man sich durchaus annehmen darf, was uns wahrscheinlich über lange Zeit begleiten wird oder seinen Platz finden wird? Ja, es ist nicht unbedingt das Riesenthema, womit ich mich immer, ich sag mal, vorrangig beschäftige, aber ich betrachte das ganze Thema schon, weil das eines mit der Haupttrendthemen ist. Vor allen Dingen muss man dabei bedenken, wer nachher die Plattform bietet, der wird ja Matchwinner werden, weil wenn ich natürlich ein großer Hersteller von irgendwelchen Sachen bin und habe meine Vor-Ort-Distribution in Form von 3D-Druckern, dann kann ich mir auch bei einem großen Online-Shop eine Zahnbürste bestellen und die entweder zu Hause selber ausdrucken oder in dem Shop um die Ecke. Ja. Das heißt, nachher geht es darum, wirklich diese Konstruktionszeichnung zu vermarkten. Und ich sag mal, das ist wieder ein ganz anderes digitales Geschäfts- und Verkaufsmodell geknüpft. Wie nah bist du dran an so Themen wie Virtual Reality, VR oder dann auch Augmented Reality? Also fangen wir vielleicht mal an, noch ein bisschen einfacher für uns erstmal die virtuelle Realität. Wo stehen wir da deines Erachtens? Ja, die virtuelle Realität bedarf halt meistens irgendwelcher Brillen und dergleichen. Ist halt eine schöne Möglichkeit momentan, um in der Spiele-Games-Industrie, sag ich mal, neue Akzente, neue Punkte zu setzen. Ich sehe in gewisser Weise, es gibt NASA, sag ich mal, Projekte, wo man dann auch Werkstoffe nicht vorproduziert, was halt viel zu teuer wäre, sondern virtuell darstellt in 3D-CAD-Zeichnung und dann auf die einzelnen konstruktionsbedingten Sachen Bezug hält. Ich sehe aber noch nicht momentan den großen Bezug zu uns normalen, wirklich Unternehmern, wie wir das in einem Alltag einbinden können. Da ist das ganze Thema Augmented Reality schon wesentlich näher. Okay. Und Augmented Reality wird jetzt einen Schub bekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber hilf mir, jetzt hatte ich das Glück schon mal davon gelesen zu haben. Mancher sagt vielleicht, Augmented Reality, danke, jetzt google ich. Nein, erklär mal kurz, was hat es damit auf sich? Was bedeutet das überhaupt? Ja, wenn wir bei einer virtuellen Realität uns wirklich in einer anderen Welt befinden, diese Brille aufhaben und irgendwo Objekte um uns herum sich bewegen, so wie Spiele, ist das andere, Augmented Reality, eine Form von Hardware-Unterstützer-Echtzeit-Verknüpfung mit Informationen. Das heißt, ich halte mein Smartphone zum Beispiel irgendwo auf ein Gerät und dann poppt auf einmal die Information auf, wie ich dieses Gerät anschließen muss, als Bedienungshandleitung im Echtzeit-Kamerabild. Okay. Und ich kann damit verschiedene Sachen realisieren. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der möglichen Sachen, die für Firmen interessant werden können. Okay. Wenn ich so Begriffe höre wie Patcher Kutscher oder Hackathons, ich glaube Ideatons oder ich weiß nicht was, muss ich das wissen oder... Oder ist das deine Branche, die da coole Namen hat für sich? Ja, Hackathons, Makeathons, alles Mögliche. Gibt es natürlich jetzt auch im digitalen Hub Münsterland. Das sind natürlich Begrifflichkeiten einfach aus der Softwarebranche, die artverwandt jetzt nochmal woanders eingesetzt werden. Es ist ein Stück weit Mitarbeitermotivation, aber auch neue Brainstorming-Ideenfindung, sage ich mal, auf eine etwas andere Art und Weise, wenn man sich zum Beispiel so einen Hackathon anguckt, indem man zum Beispiel 24 Stunden am Stück an einem Projekt programmiert. Ich merke, du kommst aus der Welt der Nerds, da arbeitet man auch mal die 24 Stunden.
Sag mir was anderes. Es gibt diesen schönen Ausdruck, work hard, play hard. Jetzt weiß ich, du hast zu Hause einen Speaker, in dem man gefeiert werden kann. Du bist auch dem Schützenfest nicht abgeneigt, also durchaus ja konservativen Dingen. Das heißt für dich schon ganz wichtig, auch einen Ausgleich zu haben, auch solche Traditionen zu pflegen und auch mal zu feiern, auch mal abschalten zu können, mal unter Leute zu kommen. Darf ich das so sagen? Ja, durchaus. Also man muss ja auch mal die Annehmlichkeiten genießen dürfen. Muss dazu sagen, alles, was man so nebenbei noch macht, du wirst es ja selber kennen aus dem AIW, wenn man da aktiv ist. Ich habe noch ein Inno-Netz, was ich damit betreue als Innovationsnetzwerk von Unternehmern. Da kommt irgendwo der Zeitpunkt, wo man auch mal ganz abschalten muss. Und was ich ganz gerne mache, ist natürlich auch im Bereich des Schützenvereins bin ich sehr aktiv, weil das ist einfach so ein bisschen so ein Traditionsding mitunter. Nicht alle Menschen werden es mögen, aber es ist wirklich so ein Zusammenhalt noch innerhalb einer Gemeinschaft. Und das Schöne ist halt dieser ganze soziale Aspekt, den man damit hat. Und es muss einfach sein, dass man nochmal die Sau rauslässt. Nein, es ist sicherlich, da bin ich ganz bei dir, auch wie gesagt, dieses Miteinander. Und ja, ich weiß, dass du ein Genießer bist, auch ein Whisky-Genießer. Wir sind in einem Whisky-Laden. Ich denke, wir dürfen einmal schauen, wenn du Lust hast, was Han für uns beide heute vorgesehen hat. Hast du Lust, einen Whisky zu probieren? Ja, lieben gern. Dann machen wir das. Super. Hallo Han, schön, dass du auch da bist. Gerne. Was hast du heute für Patrick und für mich Gutes im Angebot? Ja, ich kenne Patrick natürlich schon etwas länger. Patrick liebt die kräftigen Whiskys, am liebsten die fast stärken. Er belauert Abuna, obwohl gelig für das Original. Er belauert seit 1973 erst nur für McKellen produziert. Darum auch jetzt Abuna, das Original, jetzt ihre eigenen fast stärken. Betz 56,2%. Fassstärken fangen irgendwo mit 50% ab? Weit in die 50. Ja, okay. Da bin ich gespannt. Bitte. Die Herren, lasst es euch schmecken. Danke dir. Okay. Dann zum Wohl. Zum Wohl. Ingo, schau dir das mal an. Er ist kräftig. Er ist kräftiger. Nicht schlecht. Aber ein guter Geschmack. Eine Frage zu dir nochmal, wo wir jetzt so schön beim Whisky zusammensitzen. Was hältst du von Studium? Ja, ewig lernen, sein Leben lang lernen, ist ja so eine Tugend, die man gerne macht. Ich studiere seit 10 Jahren, muss ich dazu sagen. Weil es dir so viel Spaß macht. Weil es mir so viel Spaß macht, ja. Und in der Zwischenzeit irgendwie die Gründung meines Unternehmens dazwischen kam, dadurch zweimal das Curriculum, sprich die Unterrichtsinhalte sich geändert haben und es immer wieder ein recht langwieriger Prozess war, auf die aktuelle Höhe zu kommen. Ich habe mich aber jetzt entschieden und ich werde es nochmal einmal versuchen und ich versuche das Studium jetzt doch noch abzuschließen. Ja, aber eine spannende Story. Ne? Aus dem Studium eigentlich irgendwie parallel mal eine Firma gegründet, um ein paar Euro zu verdienen und die ist so schnell, so interessant geworden oder hat so viel Zeit gedacht. Aber mittlerweile steht ihr bei wie vielen Mitarbeitern? Ja, dann knapp 20 Mitarbeiter momentan. Ja. Wollte ich sagen, also das zeugt ja nicht von Faulheit, sondern einfach von, da ist was anderes im Moment wichtiger geworden. Spannend. Nicht ganz Hochschule, aber dieser Digital-Hub in Münster hat ja auch was irgendwo mit Wissen, Wissensweiterentwicklung zu tun, Vernetzung. Ihr seid da jetzt auch präsent. Was erhoffst du dir da? Was war Motivation? Ja, wir haben uns jetzt aktiv am Münsterland Digital e.V. beteiligt und wir haben jetzt auch einen Standort dort im Digital-Hub Münsterland in Münster gegründet und wir haben natürlich neben vertrieblichen und Kundenbindungsthematiken, sage ich mal, ein krasses Kernthema und das ist eigentlich Networking, Netzwerk betreiben vor Ort. Ich habe einen Austausch zu jungen Startups, die uns wieder teilweise in einigen Bereichen weiterhelfen. Ich habe vor allen Dingen Kontakt in die Tech-Szene und ich habe Studenten da, die neue Themen reinbringen, auf die ich gegebenenfalls auch mit einer Bachelorarbeit mal Richtung Personal wieder nachdenken kann. Aber da lass uns anknüpfen. Jetzt hatten wir gerade vor dem Whisky ein paar nette Themen, die ich als Zukunftsthemen mal tituliert habe. Jetzt weiß ich gar nicht,
wie weit sie für dich Zukunftsthemen sind oder du schon innerlich gähntest, dann sag mir mal, du erhoffst dir da diesen Austausch, du sagtest gerade ja auch Inspiration, bist also offen. Was siehst du da kommen? Was sind für dich Zukunftsthemen? Ja, es gibt, wie gesagt, in der Digitalisierung die unterschiedlichsten Themenbereiche. Mich interessiert alles, was in Zukunft Richtung neuronaler Netzwerke auch geht. Das finde ich höchst spannend. Und ich muss einfach eingestehen, wenn jetzt ein Unternehmer da ist, der eine Druckerei hat und vielleicht sagt, in 10 Jahren gibt es kein Papier mehr, dann werde ich genauso sagen müssen, in 10 Jahren wird es kein Smartphone mehr geben. Mhm. Sprich, die Existenzgrundlage unseres geschäftlichen Betriebs momentan wird es wahrscheinlich in 10 Jahren auch nicht mehr geben, weil es sich einfach so schnell dreht und bewegt. Und da kommen wir sicherlich in neue Arten der Bedienung und Bedienkonzepte für Menschen. Aber wollte sagen, was kann das bedeuten? Hilf mir eben. Neuronal heißt eben ganz allgemein, ich hoffe, ich bin nicht weiter neben mit meinem Gehirn, mit meinen Denkprozessen. Wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich irgendwann den Chip implantiert oder denke ich da jetzt in eine falsche Richtung? Chip-Implantate ist eines dieser Themen. Also das ist natürlich nicht ganz in diese Richtung, aber wir werden es durchaus erleben und ich bin auch bereit dafür. Also ich würde mir auch einen Chip unter die Haut implantieren lassen, damit ich damit Interaktionen auslösen kann, Türöffnungen, Zutrittssteuern, Authentifizierung damit machen kann. Es wird aber immer mehr Richtung gedanklicher Steuerung und Interaktion gehen. Das heißt, warum soll ich noch meine Hände als Eingabemedium beim Smartphone bemühen, wenn ich genau dasselbe auch denken kann? Und dann brauche ich vielleicht auch das Smartphone nicht mehr, sondern habe andere Möglichkeiten, um diese Informationen darzustellen. Das heißt, die Sprachsteuerung, habe ich das Gefühl, ist gerade vielleicht im Durchbruch? Wäre das so die Zwischenstufe? Ist eigentlich ein schöner Weg, weil mittlerweile sieht man es ja, was jetzt an Google Home, an Alexa-Lösungen von Amazon rauskommt. Jetzt ganz neu der HomePod von Apple. Alle versuchen, sage ich mal, auf diese Schiene Sprachsteuerung einzugehen. Mhm. Und das ist natürlich so ein digitaler Assistent, der so die erste Richtung, sag mal, der kleinste Schritt sozusagen in diese Richtung begründet. Und da werden wir in den nächsten, ich würde sagen, 10 Jahren die meisten Entwicklungen mit unter anderem erleben. Okay. Und auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel das autonome Fahren. Du bist daran, ich finde das komisch. Ich bin Autofahrer, ich bin irgendwie groß geworden, ne? Da war dann auch, man braucht ein Auto, das ist seins. Heute auch mit Sharing, irgendwie ist das anders. Und dann höre ich auch im autonomes Fahren, da denke ich, ach du Jemine, da tut jetzt ein Computer für mich. Aber hat natürlich auch seine Vorteile. Wie stehst du da persönlich zu oder was ist auch deine Einschätzung für den Markt? Ja, wir werden von einigen deutschen, sag ich mal, Tugenden da Abstrich nehmen müssen. Das heißt, selber schnell über die Autobahn brausen wird in spätestens 10 Jahren für Großteil sich erledigt haben. Nur noch mit Sondererlaubnis, sag ich mal, der Bundesregierung wahrscheinlich möglich sein. Wir werden einfach in 5 Jahren die ersten autonomen Fahrzeuge erleben und wir werden ganz, ganz schnell merken im Verlauf, dass es nur funktionieren kann, wenn wir ausschließlich autonome Fahrzeuge noch einsetzen, weil der Fehlerfaktor Mensch einfach der höchste ist. Und 97% aller Unfälle passieren durch den Menschen. Und diese ganzen Fehlerquellen werden halt komplett ausgemerzt. Sicherlich gibt es eine Übergangszeit, wo wir einige Dinge machen müssen. Und man muss natürlich auch ethisch darauf gucken, was passiert, wenn ich ausweiche. Kann ich Menschen dadurch weiter gefährden? Welche Menschen gefährde ich? Gefährde ich Menschengruppen oder eine Einzelperson? Also diese ethischen Fragestellungen sind nicht ganz leicht zu beantworten. Und da wiederum, wir brauchen da gesetzliche Grundlagen, die in diese Richtung weiterdenken. Bin aber der felsenfesten Überzeugung, dass dieses sich komplett durchsetzen wird. Wobei, wenn ich dann ergänzen darf aus meiner persönlichen Sicht, ist ja vielleicht dann auch die Möglichkeit, das Fahren selber auf einer abgesperrten Strecke und dieses von A nach B jeden Tag, ja wirklich dann die Frage, ob es da dann sein muss. Angenommen, ich könnte dir Zeit schenken und ich sage, ne, du hast jetzt mal ein halbes Jahr, der Laden läuft weiter oder auch länger, kürzer. Gibt es weiteres? Wo würdest du dich gerne mal reinknien? Was gibt es irgendwas, wo du sagst, Mann, hätte man mal ein bisschen mehr Zeit? Das wäre so ein Thema, wo warum auch immer dich was inspiriert, interessiert. Es gibt einige Themenbereiche, die mich halt stark interessieren. Und was ich vorhin sagte, dieses lebenslange Lernen, Gott, ist natürlich irgendwie immer im Hinterkopf. Ich mache Online-Kurse zu diversen Themen. Ich würde mich ganz gerne noch mal ein bisschen mehr in der Hardware-Thematik einarbeiten. Das heißt, wir werden immer mehr vernetzte Hardware erleben in Zukunft. Das kennt man als klassisch abgedroschenes Buzzword Internet of
Things im Prinzip. Aber da werden wir immer mehr Hardware erleben, immer mehr technische Umsetzungen. Und das ist für mich noch in gewisser Weise greifbar. Okay. Es gibt natürlich andere spektakulärere Ideen, die einige Menschen auf diesem Planeten verfolgen und sag mal, bessere Ziele noch weiter verfolgen wollen. Da gibt es auch spannende Ansätze, aber ich denke einfach, dass in diesen Sphären das Ganze auch nicht so für jedermann auch immer greifbar ist. Gibt es denn da so Dinge, wo du sagst, hey, wäre schön, wenn andere Leute mal in die Richtung weiterforschen? Ich sag zum Beispiel, ich warte irgendwie auf die rollbaren Displays, auf haltbare Displays. Das wäre so etwas, ich kann das nie entwickeln, aber ich hätte es so gerne. Gibt es da sowas, wo du sagst, okay, jetzt nicht selber, aber wäre schön, wenn andere das voranbringen? Also wartest du auf irgendwas? Würde dich irgendeine Entwicklung freuen? Ja, es gibt vor allen Dingen diese lästigen Sachen, die im Alltag irgendwie weiterhelfen. Da muss man mal schauen, inwieweit Technik da überhaupt unterstützen kann. So Displays gibt es sicherlich schon, das ist die Frage der Bezahlbarkeit nachher. Wann kommen die im Mainstream an? Ganz konkret habe ich jetzt aber momentan keine großartigen Wünsche in dieserlei Hinblick. Also da muss man immer abwarten, was dann wirklich nachher auch sinnvoll für einen persönlich oder halt für den Sinn und Zweck, den man nachher anwenden möchte, sag ich mal, dann dabei rauskommt. Ein Aspekt würde ich gerne noch ansprechen aus diesem Zukunftsthemenbereich oder Technologie, die Blockchain-Technologie. Bekannt für mich auch mit der Währung Bitcoin. Teilweise haben wir davon gelesen. Ich glaube, da tun sich viele noch schwer, das zu greifen. Ein Trend für eine kleine Gruppe oder eine ganz große Sache? Kannst du dir vorstellen, dass sich das durchsetzt? Wo stehen wir da? Ja, schön, dass du es ansprichst, weil das ist einer der Themen, die bewegen ganze Branchen sozusagen und werden auch ganze Branchen umwälzen. Gegenfrage, hast du Bitcoin? Nein, noch nicht. Okay, ich habe welche. Das ist halt die Frage, wird es noch mehr Digitalwährungen geben? Die derzeitigen Trends sagen, ja, definitiv. Es gibt mittlerweile drei große Plattschirchen, die man sich durchaus mal angucken sollte und wer vor wenigen Jahren halt in Bitcoin investiert hat, der hat heute eine Wahnsinnsrendite, obwohl man das natürlich sehr spekulativ betrachten muss, muss man immer aufpassen. Es gibt natürlich so 20% Schwankungen durchaus mal im Tagesgeschäft da. Mhm. Was dahinter zugrunde liegt, ist natürlich Blockchain-Technologie. Was man sich aber jetzt so als Wort auch merken sollte, ist Initial Coin Offerings. Und das ist eine neue Art von Crowdfunding in der digitalen Währung. Okay. Das heißt, digitale Startups werden schon, das gibt es schon, mit dieser Art der Finanzierung komplett auf die Beine gestellt, mit digitalem Geld, wo es durchaus viele Leute gibt, die partizipieren und gerade die Blockchain-Technologie wird sehr, sehr erfolgreich Einzug halten im Banken- und Versicherungsumfeld, weil diese Technologie einfach dafür einen riesen Mehrwert und Nutzen bringt. Das heißt, ich bin nicht mehr auf einer Institution als Bank oder Versicherung als vertrauensgebende Quelle sozusagen angewiesen, sondern ich habe sämtliche Informationen immer in dem Blockchain-Datensatz. Reine Konkurrenz zu den heutigen Banken und Bankensystemen oder auch Ergänzung? Können Banken das irgendwie integrieren? Können die Geschäftsmodelle damit entwickeln? Oder sind wirklich das auf der einen Seite IT-Firmen? Man merkt es immer wieder, dass es eigentlich nur noch softwaregetriebene Firmen gibt. Das heißt, IT ist da immer ein Thema. Mhm. Wenn man in diese Branchen reingeht, dann ist ein Großteil von einem Bankgeschäft, ich sag mal zu 70% softwarebasiert. Und der andere Teil das Klassische, also die normale Abwicklung. Und da werden wir immer mehr Unternehmen und Firmen sehen und da müssen auch klassische Banken umdenken und einfach wirklich diese Modelle weiter in Betracht ziehen und auch nötige Invests durchaus treffen. Momentan sind wir noch nicht so weit, dass es halt für jedermann greifbar ist. Das ist ein ziemlich schwieriges Thema auch, muss ich dazu auch eingestehen. Mhm. Es wird aber in einigen Jahren durchaus gängiger werden und wir werden auch die ersten eigenen Beispiele aus dem normalen Umfeld in verschiedensten Dienstleistungsbranchen und sowas da sehen können. Patrick, in deiner Branche sind Veränderungen ja gang und gäbe. Da passiert immer was. Es wird immer wieder über disruptive Technologien, also welche, die eine ganze Branche verändern, vielleicht sogar Teile auslöschen, gesprochen. Das ist ja der Wahnsinn. Wie bleibst du da auf dem Laufenden? Wie versuchst du auch deine Kollegen mit einzubeziehen? Was macht ihr, um auch immer State of the Art zu bleiben?
Also mein Arbeitsalltag beginnt eigentlich täglich damit, dass ich 8 Newsletter morgens bekomme. Und okay. Diese 8 Newsletter, die ich sag mal, themengefasste Tech-Themen enthalten, durchgucke und schaue, was interessiert mich, was bewegt mich gerade. Und wenn es dann näherliegende Themen gibt, die verfolge ich dann weiter. Es ist aber durchaus so, dass diese Branche einfach so einem schnellen, stetigen Wandel einfach unterliegt, dass wir da immer am Ball bleiben müssen. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen unserer Entwicklerkollegen in den USA gehabt, auf der Apple WWDC. Das ist die Worldwide Developer Conference. Mhm. Da haben nur 5000 Entwickler die Möglichkeit, die neuesten Tech-Themen innerhalb von einer Woche komplett mit Apple-Ingenieuren durchzukauen. Und da gab es wieder so wahnsinnig viele Änderungen, gerade hinsichtlich iOS 11. Mhm. Was sind die Trends? Was kommt im Herbst? Welche neuen Softwaremöglichkeiten habe ich da? Welche Unterstützung habe ich fürs iPad und so weiter? Da müssen wir einfach sehr nah am Ball bleiben. Genauso das im Android-Bereich. Da schicken wir unsere Jungs nach Berlin zur DroidCon, auf verschiedene andere Schulungen. Da müssen wir einfach auch aus unserer Kundensicht das Know-how haben, weil wir sind der Spezialist in dem Bereich. Mhm. Und das wollen wir natürlich auch bleiben. Total spannend. Und gibt es da irgendwie auch den einen oder anderen Namen mal für mich? Also ich weiß im Bereich Social Media, ich nenne jetzt nur Gary, weil den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, aber wie ist das bei euch? Also gibt es hier irgendwo im Umfeld jemand, der wichtig für euch ist, oder gibt es da so Trendsetter, wo man drauf hört, oder ist das so vielfältig, bunt gemischt und der heute vielleicht eine Meinung hat, wird im Jahr schon wieder abgelöst? Wie ist da deine Branche? Ja, es gibt natürlich in der deutschen, aber auch internationalen Speaker-Szene einige interessante Leute, die auch interessante Meinungen und Themen vertreten. Ich würde mal sagen, jetzt mal ganz weltweit betrachtet, gibt es so eine inspirierende Person für mich, die momentan einfach führend ist. Und da muss ich einfach sagen, das ist Elon Musk. Okay. Und den sehe ich als eigentlich, das ist der Nachfolger Steve Jobs. Also es gibt niemanden, der innerhalb so kurzer Zeit so große Tech- und revolutionäre Ideen eigentlich auf die Straße bringt. Und das mit einer Begeisterung und einer wirklich so überzeugenden Mentalität eigentlich auch, dass man da einfach nur den Hut ziehen kann. Ja, lass uns mal ruhig noch eben einschalten. Elon Musk habe ich auch schon gelesen. Ich dann ein bisschen mehr wahrscheinlich, weiß nicht, aber wahrscheinlich vielleicht als Unternehmer, der natürlich mit digitalen Themen, aber auch vielen anderen. Was ist das für dich? Also ist das ein IT-Pionier? Ist das ein Unternehmer? Ist das noch was anderes? Wie schätzt du ihn ein? Wie definierst du ihn? Ich habe ziemlich viel eigentlich mit ihm schon beschäftigt. Er kommt eigentlich aus Südafrika, ist dann nach Kanada eingewandert, weil er da über Kanada den Schritt in die USA wagen wollte. Hat dann, als er in den USA war, sein erstes Unternehmen Zip2 gegründet, das sich im lokalen Karten, Point of Interest, Mehrwertdienst, sag ich mal so, befand. Das hat er verkauft für ganz gutes Geld, hat seine zweite Idee gegründet, das war X.com, die erste Online-Bank, und aus X.com ist ein Unternehmen geworden, das sicherlich alle kennen. Das ist PayPal. PayPal? Ah. Genau. Ja. Und PayPal hat ihm natürlich dann den nötigen auch finanziellen Anschub erlaubt, um weitere Themen, sag ich mal, aus dem Nichts zu erfinden. Hm. Unter anderem dann halt Tesla mit den Elektrofahrzeugen und auch SpaceX. Was mich momentan am meisten wirklich so fasziniert an ihnen, Richtung SpaceX, Raumfahrt einfach neu auf die Beine zu stellen, und das mit einem Ziel einfach wirklich, wenn wir die Welt überbevölkern, brauchen wir Alternativen, wir müssen den Mars besiedeln. Also das sind die Ambitionen, die er hat, und daraus ableitend trifft er alle seine geschäftlichen und unternehmerischen Visionen und Ideen. Und er beschäftigt sich halt völlig nebenbei nochmal mit anderen Themen, wie diese Boring Company, wo er Tunnelsysteme graben lässt. Röhrenpost. Genau, um dieses Hyperloop-System zum Beispiel unter anderem vielleicht mit anzubringen, aber auch Neuralink, das ist wieder ein Unternehmen, das hat er gerade im März jetzt diesen Jahres gegründet. Das beschäftigt sich mit der Kommunikation, also zwischen neuronalen Inputs am Gehirn, also eine ganz andere Interaktion, wie ich es auch vorhin mal erwähnte. Also ich muss nicht mehr meine Hände benutzen, um das Smartphone zu steuern oder andere Dinge zu steuern, sondern mache alles gedanklich. Und das sind neben so kleinen anderen Sachen, mal eben die Sachen, mit denen er sich in so 90-Stunden-Woche durchaus beschäftigt. Okay, das hört sich an, als hättest du schon das eine oder andere über ihn studiert oder gelesen. Ja, genau. Es ist natürlich immer inspirierend, wie er einige Dinge angeht. Es gibt auch durchaus Kritik Richtung personeller
sag ich mal, Sachen, gerade wenn er einen ganzen Hersteller von Automationstechnik in Deutschland kauft, ist er einfach von der Einstellung ein ganz anderer Mensch wie hier ein deutscher Betriebsrat. Mhm. Und das ist natürlich spannend, wenn diese beiden Seiten aufeinander prasseln und sag ich mal, da einen gemeinsamen Weg finden müssen. Für mich halt inspirierend, dass er mit so vielen Ideen und so viel Know-how, muss man auch sagen, an die Sachen rangeht. Er kannte sich vorher überhaupt nicht mit der Raketenwissenschaft aus und hat sich so weit damit beschäftigt, dass der durchaus ein sehr gefragter Experte auf diesem Themengebiet mittlerweile geworden ist. Das muss man sich mal vorstellen, von 0 auf 100% innerhalb von wenigen Jahren, und das in einem Bereich, wo sich viele andere überhaupt nicht rantrauen. Jetzt bin ich noch kein Journalist, aber ich glaube, du hast mir noch nicht beantwortet, was ist er in ein, zwei Worten? Ist er der Unternehmer für dich? Ist er ein Vorantreiber, ein Visionär, ein ITler? Was ist er? Für mich ist er in erster Linie Visionär, weil er denkt halt Ideen weiter, die unserem Planeten helfen oder die weiter gefasste Ziele im Auge haben, wo die meisten Menschen, glaube ich, wie du und ich, vielleicht noch gar nicht so weit gedacht haben. Also der ist wirklich jemand, der bricht aus allen Denkmustern aus und sagt, ich muss eine so große Rakete bauen, die es schafft, ein neuartiges Raumschiff, sag ich mal, bis zum andere Planetensysteme. Also zu befördern, ja, genau. Okay. Man darf ja groß denken, habe ich jetzt gehört. Kommen wir zur Schlussfrage. Jetzt wirst du nochmal gefördert. Angenommen, wir träumen jetzt, wir können 3 Leute einladen. Einen Platz nehmen wir schon mal für Elon Musk. Definitiv, ja. Also eine schöne Gesprächsrunde, die wir da eröffnen. Wir haben noch 2 weitere Plätze. Also in der Hoffnung, du nimmst mich dazu. Wie möchtest du diese 2 weiteren Plätze bestücken? Ja, ich würde ganz gerne einen deutschen Part mit reinbringen. Und zwar interessiert mich da ganz stark momentan die Firma Klöckner. Okay. Und die Klöckner ist im Bereich der Stahlindustrie eigentlich bekannt. Ich würde sagen, es ist eine traditionelle Firma. Genau, und die greifen sich gerade aber selber an. Aus eigenen Silicon Valley-Erfahrungen haben die eine eigene Firma in Berlin gegründet. Und die versuchen halt gerade Stahl zu digitalisieren. Und mich würde wirklich fragen, welche Hindernisse es auf diesem Weg gegeben hat. Und die wollen wirklich Plattformanbieter werden. Das heißt, dass ich einen Stahlhandel ganz normal auch über digitale Geschäftsmodelle abwickeln kann. Okay. Obwohl das ja eigentlich so ein altbackenes Industriethema ist. Und es gibt natürlich so weltweit einige weitere Themen, die ich ja immer in der Hinterhand habe. Mich würde vor allem interessieren, und das jetzt, weil ich natürlich auch ein gewisses Interesse in diese Richtung habe. Einerseits, jetzt haben wir nur die 2 Plätze, aber einerseits den Craig Federighi, das ist der Softwarechef von Apple, und oder halt den Jony Ive, das ist der Designchef von Apple. Und die haben einfach eine ganz andere Denkweise. Das sind auch 2, die im Management Board, das heißt die Top 5 von Apple, mit dabei sind. Und da würde mich einfach interessieren, wie die von der Welt und von ihren einzelnen Sichtweisen her Verbesserungen für ganze Prozesse, gesellschaftliche Themen und so beleuchten würden. Dann biete ich Folgendes an: Wenn wir die wirklich versammeln sollten, dann kriegt der eine noch meinen Stuhl und ich serviere dann irgendwie den Whisky oder das Bier, dann bin ich ja im gleichen Raum. Das wäre auch völlig in Ordnung, einer mehr. Können wir gerne so. Kriegen wir dahin. Ja, Patrick, super. Vielen lieben Dank für diesen Einblick, den du uns da gegeben hast. Schön, dass du hier warst. Hat viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne mit dir. Ja, bin gerne hier. Danke. Und dann lass uns noch das letzte Stück hier nehmen. Cheers. Zum Wohle. Ja, hallo liebe Leute, ihr habt es erlebt. Ich denke, das war wirklich ein spannender Einblick in eine für mich ja fast andere Welt. Deswegen finde ich Patrick so spannend, dass er mir da Dinge erklärt, die ich noch gar nicht kenne, dass ich da Fragen habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch so sehr gefallen wie mir. Ihr habt auch ein bisschen was vielleicht dazugelernt. Und ja, vielen Dank, bleibt es mir erhalten. Bis zum nächsten Mal. Danke.